Ernst Gödel von der ÖVP hat sich noch zu Wort gemeldet. Ja, danke Frau Präsidentin für das Wort. Geschätzte Frau Bundesministerin, ich habe mich jetzt zum Schluss eingemeldet. Ich bin zwar nicht Mitglied des Verkehrsausschusses, wo dieses Gesetz besprochen und vorab beschlossen wurde, aber ich bin der Einzige in diesem Raum, der mit dieser Bahn regelmäßig fährt. Nämlich so regelmäßig, wöchentlich mehrmals. Und ich kann tatsächlich berichten, dass diese Bahn, die Graz-Köflacher Bahn, eine sehr erfolgreiche Bahn ist, die sich in den letzten Jahren sehr erfolgreich entwickelt, hat sich in der Breite so gut aufgestellt, dass auch die Fahrgastzahlen merklich gestiegen sind. Selbst wenn man keine Statistik bemüht, sieht man, merkt man, spürt man, ich als regelmäßiger Nutzer, dass das Angebot vor Ort massiv besser angenommen wird. Das ist sehr gut und sehr erfolgreich. In diesem Raum um Graz herum und Richtung Leibnitz, Richtung Deutschlandsberg, Richtung Voitsberg hat sich in den letzten Jahren ja vieles Neues entwickelt. Und ich habe in der letzten Plenarsitzung ja damals auch erwähnt, dass gerade der Ausbau der Koralmbahn eine massive Verbesserung in jeglicher Hinsicht für unseren Raum bringt. Und wir sind uns nicht eins, was den Ausbau des Güterterminals betrifft. Da haben wir auch einige Diskussionen auch mit Ihnen, Frau Ministerin, was eben diese Anbindung betrifft. Ja. Natürlich ist es für uns ein wahnsinnig wichtiges Anliegen, so wie es auch mein Kollege Schnabel gesagt hat, und ich kann sicher auch für den Beppo Muchic sprechen, der aus diesem Wahlkreis kommt, dass diese Infrastruktur gut in die Zukunft geführt wird. Und wenn jetzt in allen Bereichen dort ausgebaut wird, soll es durchaus Sinn machen, dass diese Infrastrukturkomponente hier gebündelt wird. Und ich vertraue darauf und ich werde das als Nutzer dieses Systems auch sehr genau beobachten, dass damit tatsächlich Vorteile einhergehen müssen. Vorteile für die Zukunft, wenn es jetzt darum geht, auch die Elektrifizierung dieser Bahn vorzunehmen. Das war der einzige Wermutstropfen der Graz-Köflacher Bahn, dass es eben bislang nicht mit Strom betrieben wurde. Und ich vertraue darauf, und das ist auch wirklich der Auftrag an uns, wenn wir das Gesetz jetzt auch beschließen, dass es damit einen Mehrwert für die Region geben muss. Und wenn jetzt die SPÖ hierher kommt und quasi einen Vergleich anstellt, GKB und ÖPB, was sehr bemerkenswert ist im Übrigen, dann sage ich Ihnen schon in aller Deutlichkeit, Herr Kollege Stöger, der Verkehrslandesrat der Steiermark ist der Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang. Er ist der Chef der SPÖ Steiermark und er hat diese Vorgangsweise und auch diese Neuausrichtung offensichtlich ausdrücklich befürwortet, sonst würden wir nicht in diesem Stadium hier heute auch das so beschließen. Und daher würde ich schon darauf vertrauen, was die steirischen Kollegen, ihre Parteikollegen auch hier ausverhandelt haben. Nämlich, dass es in Summe gesehen eine Besserstellung der Region sein muss. Und als, wie gesagt, als Nutzer dieses Systems, als Einziger, glaube ich, in diesem Raum, werde ich persönlich auch sehr darauf achten. Ich kenne viele, die in dieser GKB beschäftigt sind. Und auch wir persönlich als regionale Abgeordnete ist es ein besonderes Anliegen, dass dieses Unternehmen gut in die Zukunft geführt wird. Und es sind viele gute Überlegungen dahinter, die in diesem Gesetz verankert sind, wie eben schon angesprochen wurde, auch der Umgang mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und daher glaube ich, dass man dieses Gesetz gut vertreten kann, weil es in der Breite ausverhandelt ist, mit allen Stakeholdern ausverhandelt ist, auch in der Steiermark, auch mit der SPÖ Steiermark. Und daher glaube ich, dass man guten Gewissens diesem Gesetz zustimmen kann für eine Stärkung des öffentlichen Verkehrs und auch für eine Stärkung der GKB in unserer Region.